Der nächste Step ist es nun, mit einem Hubwagen unseren Automaten anzuheben, sodass wir die Paletten auf beiden Seiten lösen können, abnehmen können, damit wir dann unsere Füße und die Bodenbefestigung anbringen können. Das Ganze reicht schon von der Höhe aus, sodass wir die Paletten abnehmen können. Um die Palette abzuschrauben, benötigen wir eine Ratsche, eine 10er Nuss und bitte darauf achten, keine Verlängerung zu nutzen. Wir fühlen mit unserer Hand, wo sich denn die Schraube befindet. Wir konnten sie jetzt hier lokalisieren und gehen mit der Ratsche hin und lösen diese. Sobald wir diese gelöst haben, können wir sie weiter mit der Hand hinausdrehen. Und so sieht eine Schraube aus davon. Die legen wir einfach beiseite, die wird nicht mehr benötigt. Nun haben wir die zweite Schraube gelöst und können das Teil der Palette herausnehmen und wegschieben. Dann nehmen wir unsere Bodenbefestigung sowie den Fuß des Automaten. Führen die Bodenbefestigung über das Gewinde unseres Fußes, nehmen das Ganze und schauen hier unter den Automaten. Dort ist ein fertiges Gewinde, in das wir den Fuß hereindrehen. Gerne mit dem Finger hingehen, fühlen, wo das Gewinde sich befindet oder, wenn möglich, drunter schauen. Sobald wir die Füße dran haben, machen wir genau das Gleiche auch auf der anderen Seite des Automaten und stellen diesen herunter. Wenn man jetzt allerdings dann beim Abstellen bemerkt, dass ein Fuß eventuell mehr Luft hat als der andere, dann würden wir diese Ausgleichsplatte nehmen, würden diese unter dem Fuß positionieren, dass es ungefähr passt, und auf den Boden legen. Also man würde den Automaten so weit herunterlassen, dass nur noch ein wenig Luft ist, sodass man die Ausgleichsplatte drunter legen kann. Und so gleicht man Höhenunterschiede dann vom Automaten aus. Um die Bodenbefestigung festzumachen, benötigen wir 8er Dübel, Schlagbohrmaschine und ein 10er Bohrer. Wir würden im Prinzip dann einfach hier durchgehen, das Loch bohren und dann den Dübel hineinstecken und die Schraube mit einer Unterlegscheibe festziehen. Passende Dübel und passende Schrauben findest du in jedem Baumarkt. Festmachen können wir den Automaten leider nicht, da wir den Boden nicht beschädigen dürfen. Wir haben die Füße und die Bodenbefestigung jetzt nur auf einer Seite demonstriert, da man es so in der Luft besser in der Kamera wahrnehmen kann. Aber genauso wie wir es auf dieser Seite gemacht haben, müssen wir das auch einmal auf der anderen Seite machen.